darf Sie herzlich hier auf dem Tannenhof begrüßen. Ich bin hier zu einem Lehrgang für 2 Tage. Der erste Tag liegt hinter uns und ich hatte sehr, sehr interessante Pferde gestern, vom 3-Jährigen bis hin zum fast fertigen Grand Prix-Pferd. Am ersten Tag ging es mir darum, vorwiegend den Sitz, die Einwirkung der Reiter zu korrigieren, Hinweise zu geben. Ich habe sehr darauf geachtet, dass die Pferde wirklich vor den treibenden Hilfen ihrer Reiter sind, dass die Pferde gerade gerichtet sind, dass sie balanciert sind, dass sie sich loslassen und vor allem, dass sie im Takt gehen. Und heute möchte ich das Ganze ein wenig vertiefen, werde vielleicht an die eine oder andere Lektion mit den Pferden ganz nach ihrem Ausbildungsstand eingehen und werde daran arbeiten, mit methodischen Übungsreihen diese Lektionen entwickeln und vor allem, was mir ganz wichtig ist, werde dann Hausaufgaben mitgeben, sodass jeder Reiter, wenn er heute Abend nach Hause fährt, weiß, was er mit seinem Pferd in den nächsten Wochen zu üben hat. Ich werde dann, wenn alles nach Plan geht, nochmal Ende Mai, dann im Juni und nochmal Ende Juli hier sein, sodass dahinter ein Ausbildungskonzept hier auf dem Tannenhof steht und hoffe, dass ich mit diesem Konzept viele Reiter und viele Pferde glücklich machen kann und sie vor allem auch in ihrer Ausbildung voranbringe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viel Spaß beim Zuschauen. Fleißig. So, meine Frau, die hat angefangen, Golf zu spielen. Und dann habe ich neulich, macht da so ein bisschen mit, aber so auf unterstem Niveau. Und dann habe ich, die hat mir einen ganz tollen Golflehrer, dann habe ich den auf dem Golfplatz getroffen. Ich sage, Steven, was ist das Geheimnis vom Golf? Da hat er gesagt, System und Konsequenz. Ich sage, Steven, du bist mein Freund. Das ist ein schottischer Trainer, der so Weltrangliste gespielt ist, in der Nähe von Warndorf. Ich sage, das ist genau dasselbe in der Reiterei. Wenn du das nicht, du musst das System verstehen und das konsequent umsetzen. Wenn du es nur halb konsequent umsetzt, jetzt gar nicht. Und Golf ist ja, das ist ja, der Ball ist ja doof, nur ein Pferd. Jawohl! Wenn du einmal in die Ecke reitest, dreimal nicht reinreitest, kapierst das Pferd nicht. Jedes Mal in die Ecke rein. Zum Beispiel. So, guck mal an. Jetzt hast du sogar so ein bisschen Schulter-herein-Tendenz schon. Auf einmal machst du alles richtig. Eine richtig durchrittene Ecke ist ja Lebenselixier für die Reiterei. Toll. Hollister, meine Güte. So, in die Ecke. Super. So, und jetzt, wenn du durch die nächste Ecke durch bist, trabst du an und dann reitest du genau so in jede Ecke rein. Ja, weil das Pferd, was im Ball, wenn du den falsch schlägst, dann schießt er dahin oder dahin. Aber ein Pferd, wenn denkt, ja, der Reiter will das anders jetzt auf einmal haben. Man muss es mit totaler Akribie machen. So, rein in die Ecke. So, jawohl. Guck mal, sieht doch ganz anders aus jetzt schon. Und lieber eine Sache richtig, als 10 Sachen halb. Das habe ich früher auch im Übrigen anders gemacht. Da dachte ich, man muss diesmal das machen, jenes Mal. Da kam nichts mehr raus. In die Ecke. Der zieht jetzt schon ein bisschen weg. Jawohl. So, Entschuldigung. Gut. Sehr gut. Guck mal an. Zirkel. So, wunderbar. So. Und du galoppierst rechts an. Vom Feinsten. Komm. Und mehr Galopp. Und geh mal leichten Sitz. Das sollten Sie auch mit ihr machen. Viel leichten Sitz. Die müssen erstmal alleine galoppieren, die Pferde. Leichten Sitz, bleib vorne. Und die braucht gar nicht weit nach vorne. Die kann mit dem Gesäß am Sattel bleiben. Nur so ein bisschen abknicken in der Hüfte. Ein bisschen so im Bügel. Guck mal, Knie. Das Pferd schaubt sich sofort ab. Wir wollen die Pferde happy machen. Die sollen sich alleine bewegen. So, das haben wir im Trab schon gehabt. Das würde ich jetzt nicht zu stark im Augenblick korrigieren, dass das Pferd schief ist. So, so, aber erstmal nur gehen lassen. Das ist der nächste Schritt. Und dann, man darf auch nicht zu viele Sachen auf einmal korrigieren. So, einfach gehen lassen, gehen lassen, gehen lassen. Also heute ist, wenn man so will, ist dieser Ritt eher in Richtung vertrauensbildende Maßnahme. Denn wenn die kein Vertrauen hat, geht gar nichts. So, nochmal angaloppieren oben. Nimm mal Zirkel bei A.
Jawohl. Julia, guck mal, dann nimm die Gerte noch mal so, dass du die richtig, dass du eine Wirkung erzielst. So, guck mal an, wie die jetzt allmählich. Komm, gehen lassen, wenn die galoppiert. Sei doch froh. Bloß nicht stoppen. Komm, Mittelgalopp. Und dann quasi vom Verlängern der Galoppsprünge in. Oh, ja, guck mal an, spitzenmäßig. Bleib vorne im Oberkörper. Nicht pumpen und schieben im Gesäß. So, die soll alleine galoppieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und jawohl, Spitze. Und nächste lange Seite. Genau, weiter, komm. Gerte. Gerte ansetzt nochmal. Nochmal. So, wenn du, weißt du, wenn die in Trab fällt oder in Trab kommt, muss sie ziehen gleich wieder. So. Eine Runde Zirkel. So. Guck mal an, wie schön die geht. Nicht? Das ist nämlich genau das, was das Ergebnis ist. Das Pferd soll die Anlehnung selber suchen. So, Gerte wieder. Gerte wieder dahin. Gerte wieder. Komm, 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 ganze Bahn. Immer wieder, ganze Bahn. So, guck mal an. Da soll die sich hindehnen. Perfekt. Perfekt. Komm, komm, das fängt an, dass das Pferd erstmal von alleine trabt, dass das Pferd vor deiner treibenden Hilfe ist. So, komm, weiter in der Wendung aufpassen, dass sie durchzieht. Nochmal Gerte. So, guck mal an. Sehr schön. Jetzt kannst du bald selbst zur Werbeikone werden. Ja. Nee, du hast keinen roten Kopf. Für gutes Vorwärtsreiten. Komm her. Leichten Sitz. Oh. Guck mal an, jetzt staubt die Stute sich ab. Für die Agentur How to Ride Horses in a Happy Way. So, guck mal an. Machst alles richtig. Nicht hochziehen beim Treiben. Ranfallen lassen das Bein. Mach's mal vor. Linken Schenkel ranfallen. Hier. Julia, guck nochmal. Mach mal so. Weg, weg. So, ran, ja, so nochmal. Nochmal. Ja, noch, probier nochmal. So, so. Jawohl, nochmal. 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 Dass da eine Wirkung ist da unten am linken Schenkel. Guck mal an. Sehr gut. Komm, nochmal. Jetzt ist sie bald so weit, dass man selbst einen Western-Sattel drauflegen kann. Ja, das ist der nächste Akt. Komm, komm, gut. War das Absicht oder war das aus Versehen, der Übergang? Ja, okay. Und uneigentlich? Ja, also wenn das, dann galoppier nochmal an und nochmal so einen schönen Übergang. Wie war das Angaloppieren? Was war denn nicht gut? Ja, die zog nicht rein in den Galopp. Gleich nochmal. Gar nicht schlimm. Es gibt keine Fehler. Und man muss es einfach nur wiederholen, ohne böse zu werden. So, traben und wieder angaloppieren. So, Gerte dann in eine Hand. Weil du immer, wenn du die Gerte nimmst, ruckst du da gleich im Maul. So. Ja, ja, so. So, okay, so, okay, Zirkel und dann wieder angaloppieren, jawohl. Hast gemerkt, deutlich besser. Wobei, das war so eine komische Linie, die du geritten bist. Wenn, ganze Bahn oder Zirkel. Jawohl. Ranfallen lassen des Schenkels, das ist die Herausforderung. Also nicht drücken, nicht hochziehen, sondern... Es ist eine Bewegung. Ich sag mal, ja, macht ja nichts. So. Sehr schön. Und wieder Zirkel anlegen. Wie schön die geht, nicht? Da lacht doch unser klassisch ausgebildetes, unser Westernherz.
Und Julia, du hast mir gestern eine große Geschichte erzählt, falscher Knick und dies und das und jenes. Also ich sehe da keinen falschen Knick, ich sehe auch keine ehemalige Schlaufzügelreiterei bei dem Pferd im Augenblick. Ich bin nur glücklich, dass sie sich vorne an die Hand randehnt. Und wenn die so ein bisschen rumspielt, dann gibst du ihr einfach ein bisschen mehr Bein. Komm, was war das? Ach so. Aber sehr gut. Sehr, ja, spitze. Merkst du das? Und wieder traben. Hat mal ganz viele Trab-Galopp-Übergänge. So. Und wieder angaloppieren. Jawohl. Und wieder traben. So. Ganz toll. Du kannst das sehr schnell umsetzen, was wir gestern besprochen haben. Ich bin ganz begeistert. Nimmst du das jetzt mit nach Koblenz oder wird ab morgen wieder geritten wie vorgestern? Super. Guck mal an, wie schön das geht, vom Feinsten. Julia, du machst ja einen riesen Job heute. Kaum geschlafen. Hast du immer drüber nachgedacht? Und was hast du? Wir können einfach einen Fuß wechseln. Galoppier doch mal links rum und dann machen wir eine Pause. Dann berichte mal über deine nächtlichen Träume und Gedanken. Komm, wechsel mal die Gerte in die linke Hand. Jawohl, auch nicht schlecht. Aber Julia, konsequent, warum nicht in die Ecke rein? Nicht, das war so ein bisschen so Larifari. Du musst konsequent reiten. Mach das nochmal. Galoppier da runter, trab an und dann gleich in die Ecke. Und nicht angaloppieren und dann gleich irgendwie so die Stute dahin laufen lassen, wo sie hin will. So, wie bitte? Perfekt angaloppiert. Hast du das gemerkt? So. So. Und dann bleibst du hier auf dem Zirkel. Dann galoppierst du in den Trab hinein. Beginnst zu traben. Jawohl, wunderbar. Komm weiter, Trab. Bitte, gib ihr ein bisschen Bein. Komm, die zieht nicht. Ah. Die Kleinigkeiten, die sind das Entscheidende, was man in der Reiterei berücksichtigen muss. Also wenn du dreimal die einfach so reinlaufen lässt in den Schritt, oder dass die nicht durchzieht, dann denkt die, das wäre die neue Variante, die du... Mach so, jetzt ganz weich in den Schritt. Ja, vom Feinsten. Merkst du den Unterschied? Das ist qualitativ ein riesiger Unterschied. So, jetzt komm zu mir. Ich möchte an deinem nächtlichen Leben teilhaben. Wir sollten jetzt noch mal rangehen als erstes. Einen schönen Trab reiten, gar keine Lektionen. Dass hier oben steht, dann reiten wir nachher nochmal Traversalen und Schulter rein, nach links. Und dasselbe nochmal im Galopp, dass du so ein bisschen Gefühl hast, dass sie ein bisschen mehr oben steht. Helfe ich dir, wenn ich dir eine kurze Gerte mitgebe? So, jawohl. Gut, Hände runter und du kommst zu mir. So, sehr gut, super, super. Die ist wirklich begabt, ihre Tochter. Die kann unheimlich schnell umsetzen. So. So. Und jetzt, genau, versuch wieder etwas ruhiger, aber die Energie erhalten. Leg die Gerte einfach so an, an der Schulter, so anlegen, nur anlegen, nur anlegen. So. Jawohl. Und runter deine Hände. Runter die Hände. So. Und dann galoppier mal an. Aus diesem, jawohl. Und wieder traben. Weißt du, aus diesem Tempo in Richtung Versammlung und galoppier rein in Trab. Jawohl, super. Und wieder angaloppieren. Nur so den inneren, ja, noch präziser. Die muss auf den inneren Gesäßknochen hin angaloppieren. Ein bisschen belasten und schon muss sie anspringen. So.
und wieder angaloppieren. Vom Feinsten. Merkst du den Unterschied? Denn du brauchst, Sophie, diese Sensibilität, um nachher sichere Wechsel zu reiten. Diesen Galopp brauchst du. Und dieses Gefühl zum Angaloppieren. Gut. 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 Und du galoppierst in den Trab hinein. Vom Feinsten der Übergang. Hast du das gemerkt? Das ist qualitätvolles Reiten. Angaloppieren links. Macht nichts. Ja. Nochmal, da bist du von der Linie weggekommen. Nicht? Hast du gemerkt? Warst du auf einmal nicht mehr richtig auf dem offenen Zirkel. So, jetzt angaloppieren. Vom Feinsten, oder? Gut. Andere war vom Feinsten, das war jetzt gut. Traben. Einmal. Oh. Was die sehr gut macht, die schwingt in den Trab rein. Nicht viele machen sich im Übergang steif und fest. Die schwingt weiter, bis sie den Trab hat. Also ganz toll. Oh, jawohl. Spitzenmäßig. So. Und dann immer wieder, Sophie, selber sich überprüfen, ist sie leicht in der Hand. Immer wieder mit beiden Händen so ein bisschen vorfühlen. Ah, super. Perfekt. Herrlich. Merkst du das? Das macht doch Reiten Spaß. Und du galoppierst in den Trab hinein. Herrlicher Übergang. Super. So. Und Sophie, nicht zu doll Ponytrab. Ruhig sitzen und schwingen. So. So. Dich im Trab ein bisschen mehr von der, wie wir sagen, von der Bewegung mitnehmen lassen. So. So, Volte in die Ecke, mach jetzt mal so, Volte in die Ecke. Guck in die, genau, guck in die Mitte, noch eine Volte, guck in die Mitte des, dieser kleinen Volte. So, nochmal. So, so. Jetzt Schulter rein. So. Jetzt Traversale links. Jetzt Schulter rein links. Jetzt Traversale links. Jetzt Schulter rein links. Schritt halten. Wie war das Gefühl? Das war klasse eben. Ja, super. Der hat sich toll entwickelt. Super. Der ist ganz schmal geblieben. Vom Feinsten. Sehr schön. Das ist ja ein richtig toll maskulines Pferd, nicht? Und nochmal lange Seite. Und wirklich nur zulegen, nicht mittel- oder geschweige denn starker Trab. So, vom Feinsten. Und zulegen. Jawohl. Und wieder Passage, Tanz. Super. So, und dann mal Schritt und Pause. Vom Feinsten. König. Und wieder raus. Super, guck mal an. Merkst du was? Merkst du das? Jetzt hast du einen Takt. Das ist genau der Wechsel bei die Hand. Genau das brauchst du. Ja, genau so. Einfach spielerisch. So, und wieder raus. Super. So, und wieder. So, jawohl. Genau so, der muss vor dir sein. Im Notfall legst du auch daraus einmal zu. So, wieder raus. So. Wir hatten eben auf der linken Hand vor 2 Minuten. Das war genau so, wie es aussehen soll. Ja. 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 So, wieder raus. Super. Ha. Klopfen. Klopfen. Einmal langer Zügel. Und so. So, und wieder raus. Hast du gemerkt? War wunderbar. So, 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 so und wieder raus. Jawohl! Genau so. Jaffe ist ja nur Trab auf der Stelle, ist ja nicht irgendwas anderes. So. Merkst du was? Wie du mehr den Fluss jetzt hältst. So. Und ideal ist, wenn du danach rausreitest und quasi Zügel aus der Hand kauen lassen kannst. Also vom Gefühl.
So. Jawohl. Jawohl. Und das darf, guck mal an, das darf gar nicht anstrengend sein. Das muss er machen mit völlig trockenem Fell. Der muss einfach Lust dazu kriegen. So, Passage ist richtig gut. Merkst du was? Wie du immer mehr rankommst jetzt. So. Dass der hinten weiter tritt, ohne so abzusenken. Denn wenn der absenkt, bist du zweiter Sieger. Merkst du was? So, und weißt du, was ich finde? Der kriegt immer mehr Lust an dieser Übung jetzt. Nicht? Wird immer leichter, so. Versuch mal bewusst nur auf einen Tritt zu reiten. So. Dann kriegst du auch mehr Druck da vorne drauf, weil der sofort, wenn du einen zweiten, dritten reiten willst, ist der hinter dir. So, jawohl. Der hat da Lust zu, einfach gehen lassen. Das ist ja gut, das ist ja eine positive Reaktion gewesen. Eine ganz positive, wenn der mal ranzieht da vorne, auch wenn er sich raushebt dabei. Positiver Fehler, so. Merkst du, wie viele gute Tritte du jetzt hast? Die sind alle gut, die Tritte, nicht? Kannst eigentlich jetzt fast aufhören. Ja. Jawohl, guck mal an. Merkst du, jetzt hast du ein, zwei Tritte sogar schon mehr hingekriegt. Hast du gemerkt? Das ist wie das Erarbeiten auch nachher in der Pirouette. Dass du wirklich erstmal nur auf der Stelle galoppierst. Und dann allmählich mal einen Sprung, wenn du es richtig gut machen willst. Irgendwie rumdrehen. Es gibt ja viele Pferde, aber es hat ja mit guter Pirouette nichts zu tun. Und genau so, das war jetzt ja schon der zweite, dritte Tritt, der da kam.